euch von diesem Mann zu erzählen. Dieser Mann führt uns in einen Krieg. Ein Delirium gegen die verhassten Perser. Gegen die Perser, die unser Volk versklaven wollen. Und finden wollen an diese elenden Milchbars und Coffee-to-go-Restaurants. Und obwohl eine offene Feldschlacht gegen die Perser zunächst aussichtslos erschien, so kannte dieser Mann dennoch keine Furcht. Und das Schicksal sollte uns wohlgesonnen sein. Denn die göttliche Vorbestimmung brachte uns ein Kampf im Morgengrauen. Und obwohl die Armee der Perser kataklysmische Ausmaße hatte, sollte diese Schlacht an einem besonderen Ort stattfinden. In einer kleinen Kneipe, in der ihre Überzahl bedeutungslos war. Und an diesem Tag, an diesem Ort, unter unserem König, ihm ewig die Treue geschworen, bilden wir stolz die Trinker voll an. Und ihre Überzahl sollte bedeutungslos sein. Doch so, wie jede Rose ihre Dornen hat, so hat auch jede Nacht ihre Dornen. Und als Schwan aus Mief und blauem Dunst die Sonne verdunkelten. So saßen wir eben im Schatten weiter. Wir saßen im Schatten weiter und wir speisten in der Hölle. Au, au, au. Und so, wie an diesem Tag, an diesem Ort, wo ihre Überzahl bedeutungslos war, unter unser aller König. So macht man das eben in Sparta. Also, Mannen, was ist euer Handwerk? Au!